Jetzt kommt der gespielte Witz. Achtung. Hallo Benji, was machst du da? Ich habe eine Wassermelone getragen. Kennen Sie das? Mir müsst ihr das erklären. Was ist Dirty Dancing? Alles klar, habe ich wirklich... Ja, oh Gott, mein Mädchen gehört zu mir. Ja, genau. Okay. Ja, es sind heute heiß. Das haben wir jetzt echt schon sehr oft gehört. Und wir brauchen natürlich eine coole Abkühlung. Ja. Und da hat Stefano Zarella etwas ganz Cooles mitgebracht, einen Trick, und zwar eine Obstmelone. Er nimmt hier eine Wassermelone, leert sie aus für später, oder kann man auch direkt essen oder auch einen Smoothie machen, füllt dann, was dann in der Wassermelone drin war, mit Beeren voll. Also Himbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren, auch Trauben, und mixt dann eine Gelatineflüssigkeit zusammen, hier in dem Fall mit veganem Geliermittel. Packt das alles rein, ab in den Kühlschrank, einen Tag danach ist es dann fertig und zack, fertig, hat man dann eine essbare Wassermelone. Ich habe das schon mal vorbereitet, hier für euch zum Probieren. Soll ich trotzdem noch schneiden, oder? Ja, Köpfe. Ja, ihr müsst das jetzt natürlich nachmachen. Könnte man das auch mit Wodka aus? So sieht das schon fertig aus. So sieht das aus. Ihr dürft auch mal probieren. Das ist ja richtig cool. Und ihr müsst natürlich für das ganze Studioteam natürlich auch jetzt eine Wassermelone vorbereiten. Ja, 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 okay. Die gucken jetzt also nur den Deckel so ein bisschen abschneiden. Nur den Deckel, richtig. Und ich, mein Job ist jetzt, hier schon mal reinzubeißen. Essen. Um zu probieren, ob es schmeckt. Nee, ich höre arbeiten, aus der Regie, erst arbeiten, dann essen. Okay. Fair enough. So, während Simone schon mal die Wassermelone ausdrückt, Simone ist richtig hands-on, das musst sehe ich du jetzt natürlich das, die moderierende Hausfrau, die Gelatine anmixen. Dazu kommt Wasser. Alles klar, entschuldige Simone. Hier haben wir die vegane Chili. Okay. Mal, du bist heute nur am Kleckern. Es ging schon mit dem Kaffee los vorhin, noch vor der Sendung. Mit dem Kaffee im Fahrstuhl schon gekleckert. Wir haben das vegane Chili. Ist abgezählt sozusagen? Kann ich einfach reintun. Genau. Perfekt. Auch hier Gelimittel für die Menge an Flüssigkeit. Jawohl. Kannst auch mit Zucker noch ein bisschen versüßen. Ist der Herd schon an? Mache ich jetzt nicht an. Vielen Dank. Ich kann Multitasking jetzt wirklich auch wirklich gar nicht meins. Aber das kann ich jetzt auch direkt schon dazu oder erst, wenn es ein bisschen wärmer Ganze wird? Ganze schon dazu. Das Gute ist ja, wir haben das Rezept natürlich für Sie genau, online. Das können Sie hier über den QR-Code auch bei uns in sat1.de finden oder über den QR-Code scannen. Danke nochmal Stefano Zarella für die Inspiration. Ja, aber wirklich, liebe Grüße. Er ist verwandt, verschwägert, verbrüdert mit Giovanni. Der Bruder. Der Bruder. Das ist der Bruder, genau. Auf Instagram, ihr seid beide heute echt sehr voll. Es ist so heiß, es ist so furchtbar. Es ist ein Sonntag hier im Frühstücksfernsehen. Muss auch mal sein. Genau, anrühren, so lange, bis es fest wird und auf, nicht fest wird, aber aufsprudelt. Mhm. Und du hast aber schnell, ein bisschen mehr. Olcay hat ja, aber hier den Anspruch heute. Okay, ist ein heißer Tag. Du musst deine Mitarbeiter schonen. Ja, und auf TikTok sind noch weitere Videos, wie wir uns heute an dem heutigen heißen Sonntag abkühlen können. Hier hat ein TikToker aus seinem Bett eine kleine Kühlhöhle gebastelt, indem er einfach Ventilatoren an die Enden dran befestigt und dann kalte Luft reinblasen lässt. Und noch ein weiterer Trick, auch ganz cool, einfach die Bettdecke nehmen und in den Gefrierschrank packen und kurz bevor man schlafen geht, wieder rausholen, so hat man auch ein kühles Bett beim Schlafen. Kannst du auch mit dem Schlafanzug machen. So, und jetzt? Stimmt. Das reicht, genau. Perfekt. Jetzt die Früchte rein. Alle rein, alles einfach reinlinsen. Die Regie stresst heute sowas von Karin. Was ist denn los mit dir? Die haben auch alle Hunger. Die wollen einfach hier jetzt gerade ein bisschen alle Wasser Beeren rein, los, mach alle mal. Alle rein. Ja, okay, ich mach genau. Das schon. Und wenn die Beeren in der Melone sind, ein bisschen mixen. Ja. Oh, das sieht schon gut aus, mein Lieber. Also es dickt langsam an, von daher kommen wir auch jetzt hier müssen wir der schnell Sache sein. Näher. Und jetzt die Geliermasse in die Melone rein. So, das alles sieht gut klar aus, mein Lieber. Pass auf. Ab in die Melone. Nachher in die Konferenz. Achtung, heiß, so, ja, pass auf. Okay, Vorsicht, ja. Ich mach mal hier aus. Das kommt jetzt, oh, allein das ist schon wahnsinnig befriedigend, das hier so reinzugießen. Sehr schön. Das macht schon Freude. Guck mal hier, also randvoll wahrscheinlich, ne? Randvoll bis zum Ende. Genau, ihr könnt auch noch mit dem Löffel ein bisschen runterdrücken. Oha, siehst du, da geht das Kleckern weiter. Dann Deckel drauf, ab in den Kühlschrank und passt schon, haben wir dann ist eine fertige Obstmelone. Krass. Jetzt dürft ihr auch mal reinbeißen. Das sieht aber richtig gut aus. Ich möchte auch eine. Warte mal, wollen wir das in eine Schüssel machen? Warte mal. Aber wie isst man das jetzt? Einfach reinbeißen. Wirklich? Ja. Klug. Ich sag doch, die moderierende Hausfrau. Ich bin doch aus wie sonst. Darf ich? Warte, ich nehme eine Wassermelone, ich pack die schon mal in den Kühlschrank. Erstmal ein Stück, damit die Regie und alle anderen. Nee, Regie nicht, aber alle anderen. Die Regie darf auch nicht. Hast du das jetzt mit der Melone gegessen? Ich pack das in den Kühlschrank. Ich hab einfach reingebissen. Ach so. Nein. Mit der Schale meinst du? Nein, so gierig bin ich nicht. Sehr lecker. Mmh.
Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.